Hallo und willkommen zu Alter Sack im Ark. Ja, dieser Ausblick in meinen Hinterhof sägt mir da drüben vier Brontosaurier. Naja, gut, okay. Ich hätte eigentlich gern... Hallo ihr beiden, na wie geht's euch denn? Du hast noch kein Level-Up, du auch noch nicht. Ich hätte eigentlich gern ein Fernrohr. Damit ich auf die Weite entdecken kann, wer, was, warum, wo ist, benötigt auch nur 2 Engrammpunkte. Erlernen wir erstmal. Aber das Problem wird sein... Kristall. Ich brauche nicht viel Kristall, 2 Stück, aber ich brauche Kristall. Wir könnten das auf Quick and Dirty machen. Wir schnappen uns die Betonschwalbe und fliegen da hinten rüber. Also jetzt nicht zum Vulkan, sondern da in die Richtung. Und dann dürfte es da eigentlich auf einem Hügel ein bisschen was Kristall geben. Wir können das aber auch auf Easy Going machen. Laden uns das Boot voll. Sind für alle Eventualitäten gerüstet. Weil da es nur um 2 Kristall geht, denke ich. Wir werden das auf Quick and Dirty Tour machen. Ich habe eben noch mal kurz einen Airdrop geholt. Hätten wir hier einen Stego-Sattel. Stego. Ja, als Transportmittel und so weiter. Eventuell. Ist auch cool bei der Ernte. Aber so viel muss ich im Moment noch gar nicht machen. Dann, warte mal, zurück. Nehmen wir uns mal ein bisschen was zu essen für uns mit. Der Vogel dürfte eigentlich noch beladen sein. Das legen wir noch ab. Verteidigung haben wir, falls was... es geht wirklich nur um Kristall. Und das auf Quick and Dirty Tour. Das heißt, wir brauchen nichts zu betäuben. Wir nehmen ein paar Pfeile mit, damit wir uns verteidigen können. Bolas brauchen wir nicht, weil wir nicht zwangen wollen. Abbauen, ja gut, das Ding ist einfach zu schwer. Auf geht's. Schauen wir nochmal eben, was unser Mist macht. Der Mist macht Mist. Der Gülden geht's auch gut. Ihm auch. Alles wunderbar. Das sind immer noch Mittlinge oder Mittinge, wie auch immer. Oh, Triza hat ein Update, ein Level-Up. Was bekommst du denn? Lass mal schauen, hier auf der Insel passiert dir eh nichts. Da brauchst du nicht viel Gesundheit, viel Ausdauer wirst du auch nicht so brauchen. Ich hab dich schon so ein bisschen auf Gewicht gepumpt. Komm, dann kriegst du ein bisschen Ausdauer. Die Bewegungsgeschwindigkeit wäre zwar auch ganz doll und nett, aber naja. Hier endlich, Setzlinge! Und ich habe schon 6 Narkobären. Juhu, und mein Mist ist auch noch okay. So, Betonschwalbe, zeig mal. Du hast so ein bisschen was, die lassen wir jetzt einfach mal fallen. Die Narkos müssen wir nicht mitnehmen, das ist immerhin 1,3 Gewicht. Das muss nicht sein, die tun wir mal wieder in den Mörsi. So. Ich habe hier wirklich genug. Lass mal schauen. Halb hungrig, halb durstig. Aber das sollte eigentlich kein Problem darstellen. Wir haben 8 Fleisch. An Wasser kommen wir eh vorbei. Also, aufsitzen. Sag bloß, Betonschwalbe. Oh, wie cool. Tun wir nochmal einen auf Gewicht. Weil du musst jetzt mit mir wachsen, Betonschwalbe. Na komm. Ja. Komm, zeig mal, wie weit wir können. Das sollte eigentlich nicht das Problem sein, mal eben hier rüberfliegen zu sollen, wollen. Da hinten die Beule. Da, rechts neben meinem Vogel. Die meine ich, da möchte ich hin. Ja, ein weißer Airdrop ist jetzt nicht so super prickelnd interessant und auch nicht so wichtig. Aber, wie man sieht, die Ausdauer ist noch ein bisschen begrenzt bei meinem Kleinen hier. Hallo Pela, freut mich dich zu sehen. Gut, dass du da bist. Na, wieder so eine mit Bug? Nee, diesmal nicht. Was haben wir denn da? Och nee, ich nehme den mal mit. Aber wir brauchen den nicht wirklich. Das ist ein stinknormaler Fiomia-Sattel. Den haben wir schon gebaut. Ich möchte jetzt nicht undankbar sein. Aber den brauchen wir jetzt nicht. So, machen wir uns mal auf den Weg. Dum, 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 dum. Hier ist eine wunderschöne Bucht, wenn man fischen möchte. Da gibt es die Sabertooth Salomons. Ich nenne sie immer Hechte. Die anderen sind für mich Karpfen und das sind für mich Hechte. Weil die haben Zähne, die sehen richtig böse aus, sind sie aber nicht. Und das hier ist ein schöner Platz zum Zwischenlanden.
Weil unsere Betonschwalbe einfach noch nicht die Kraft hat. Ein Äffchen. Dafür bräuchte ich aber, um den schnell zu zähmen, Dodo-Kibbel. Ich weiß immer noch nicht, wie ich den herstelle. Doch, dafür bräuchte ich Zitronen oder so. Die sind cool. Muss man aber lebend zähmen. Also die darf man noch nicht betäuben oder so. Im Kampf ist das sehr witzig, wenn man die nur auf neutral hat, dann werfen die auf den Gegner mit Kacke. Die ja, wirklich. Das ist richtig schön. Das ist lustig, das macht Spaß. Also, uns macht das Spaß. Dem Gegner weniger, glaube ich mal. Die sind komische Geräusche, aber nichts, was sich nach Fleischfresser anhört. Gut. Denn ich habe ja im Moment noch nicht mal die Pike dabei. Wir können schon Lederklamotten craften, von daher, ich lasse den einfach, wie er ist. Ich möchte mich ja jetzt gar nicht belasten. War ein schöner Zwischenstopp. Wir fliegen mal ein bisschen hier in der Ego-Perspektive durch den Wald. Wie viel haben wir denn? 18 Uhr, das heißt, wir sind eigentlich auch wieder pünktlich zum Abendessen zurück. Jetzt war ich eben schon am Wasser und habe immer noch kein Wasser aufgetankt. Naja, ist halt typisch Tiefholen, oder? So, hier ist nicht viel. Ich glaube, hier gibt es auch kein Kristall. Aber hier ist ein dicker Metallstein. Aber das werde ich der Betonschwalbe noch nicht antun können. Cool, gut zu wissen. Lass mal eben schauen, wo ist das? So ungefähr. Da drüben ist der Hügel, zu dem ich möchte. Und diese... Aha, okay. Dieser Nippel-Nuppel-Pinuckel. Das ist dann unser Eisenhügelchen. So, da drüben müssen wir hin. Ich glaube, zweimal müssen wir noch landen. Oh, ein Quetzal. Einer, drei. Oh, Freunde. Oh, super coole Vögel. Tun einem gar nichts. Sind verdammt gute Lastentiere. Und sehen irgendwie... total hippie aus. Also unglaublich. Majestätisch coole, nette, freundliche Vögelchen. Ah, cool. Ja, würde ich gerne einen von haben. Wird aber, ich glaube, im Singleplayer-Game wird das nichts. Ich muss dann mal irgendwen einladen, Vintage oder so. Die mir dann hier mal helfen, mich mal eben an die Krallen von meinem immer noch nicht besitzenden Argentavis hängen. Ich hab kein Argentavis. Und ja, da müssen wir den irgendwie abknallen und dann eine Barrikade drum bilden, damit keiner kommt, um den zu fressen. Und ach, das ist so ein Action. Da habe ich hier gar keine Lust drauf. Was haben wir denn da drüben? Was haben wir denn da drüben? Biber! Biber sind auch ultra cool. Ultra coole Viecher. Die machen richtig Spaß. Die können, ich glaube, die, wenn die Holz geladen haben, haben die nur die Hälfte von dem Gewicht haben die drin. Guck mal. Hallo, Biber. Hallo. Nein, nein, ich hab nichts vor. Ich wollte nur mal meinen Zuschauern zeigen. Oh, du siehst aber geil aus. Oh, 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 oh. Ja, es ist gut. Ich gehe weder an deinen Bau, noch will ich dir was tun. Ich hau da mal wieder ab. Ich muss da mal los. Hier ist auch schon wieder ein weißer Airdrop. Ja, komm, gucken wir mal. Ein bisschen langsamer. Gib mir die Ego. Ja, gib mir die Ego. Durch die Bäume mag ich am liebsten durch die Ego, in der Ego-Perspektive fliegen. Auch wenn man dann manchmal überhaupt nichts mehr sieht. So, zum Abchecken der Gegend. Ist sehr ruhig. Hört sich hier nichts nach Fleischfresser an. Gut, schauen wir mal. Was hast du denn zu bieten? Eigentlich nur Mumpitz. Ah, warte mal, die Fackel. Die Fackel kann man immer gebrauchen. Eine Fackel kann man immer gebrauchen. Wo ich gerade sehe, dass meine Fackel schon wieder im Eimer ist, können wir das ruhig mal einpacken. So. Hier haben wir schon wieder ein Hügelchen. Also ein Hügel, also auf... Ja, ich habe gerade an Höhlen gedacht. Also auf Hügeln und in Höhlen, nicht andersrum, findet man, ja, Goodies. Also Kristalle... Obsidian. Und wie ihr eben gesehen habt, ja, hier diese, ja,
Eisenpopel. Können wir den zerkloppen. Und dann hat man Eisen. Aber Eisen haben wir eigentlich auch genug. Also im Moment noch genug. Man kann nie genug haben. Ich weiß, aber in meinem Fall, wo ich hier so alleine und easygoing spiele. Obwohl, ich habe den Level wieder auf 0.1 gestellt, so wie er standardgemäß ist. Also ich muss ehrlich zugeben, die Taming-Zeit, die war auch bei 2 nicht gut. Ich habe die jetzt auf 3 gestellt. Ihr mögt mir verzeihen. Hier war aber ein böser Kampf. Jemand eine Tasche verloren und diese fucking Insekten. Ich glaube, die Betonschwalbe ist neutral. Nee, ist passiv. Ah, lieber mit. Das ist jetzt gar nicht so schlimm, wie es sich hier vielleicht anhören mag. Die machen wir mal eben platt. Die machen wir auch hier platt. Komm mal her, Drohne. Zack. Ja, die können mir schon wehtun. Ihr seht ja, die können mir richtig wehtun. Und so kriege ich ein bisschen Kramulan und Kruseldus. Er ist da oben noch beschäftigt mit so einer Drohne. Kommt aber jetzt wieder. Komm, lass uns mal flattern. Der Ruckler war bei mir, der ist nicht bei euch gewesen. Ab und zu verschluckt sich meine RAM, habe ich den Eindruck. Und dann ruckelt es halt ein bisschen. So, wir sind auch schon fast angekommen. Ich hoffe. Was haben wir da unten? Ein Bärchen? Oh, ein Teddybär. Komm, wir gucken uns mal einen Teddybär. Ach nee, das ist eine Fiumia. Ist ja nur eine Fiumia. Und wieder ein Affe. Okay. Schwälbchen, so viel hast du nicht mehr. Mal tief durchatmen. So, du hast wenigstens kaum Schaden genommen. Das ist cool. Ja, so ein Affenzähmen wäre schon echt eine coole Geschichte. Aber ich habe da jetzt noch nichts gekocht. Da müsste ich erstmal die Suchmaschine meines... Da ist Kristall. Die Suchmaschine meines Vertrauens befragen und dann, naja. Mal schauen, also in den nächsten Tagen dürften eigentlich auch Vintage und ich endlich mal wieder eine Aufnahme starten. Wir sind mehr oder weniger, ja, mit dem ganzen Ressourcengegrame sind wir mehr oder weniger durch. Wir haben schön gebaut, wir waren fleißig. Wir haben brav gesammelt. Und wir haben einigen Bewohnern dieser Insel ein neues Zuhause gegeben. Ja, die braucht man ja auch. Oh, ich habe sogar den seltenen Pilz und ich weiß bis heute immer noch nicht, was ich damit anfangen kann. Gut, wir haben gekackt. Wir haben Kristall. Viel mehr dürfte ja eigentlich auch nicht sein. Und ganz am Rande mal bemerkt, es war eigentlich ein Fehler, die Bolas da zu lassen. Die Bolas benutze ich ja überwiegend, wenn ich irgendein Vieh zähmen möchte. Aber Bolas sind einfach, ja, Raptorenkiller. Die töten die zwar nicht, aber wenn so ein Raptor auf euch zukommt und ihr das früh genug bemerkt, sehr häufig bemerkt man die ja nicht, man hört dann nur noch dap, 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 dap. Und dann ist man auch schon gebissen. Aber wenn ihr ihn bemerkt, Bola raus, schwingen und ruhig auf euch zukommen lassen. In dem Moment, wo er kurz vor euch steht, Bola werfen und der steht. Auf jeden Fall. Also mir ist es noch nie passiert, dass da irgendwer durchgekommen wäre. Und dann habt ihr Zeit, dann könnt ihr überlegen. Zähme ich den? Nehme ich ihn mit auf meine weite Reise als Begleiter? Oder lasse ich es bleiben? Naja, gut. Genug gelabert über Raptoren. Ich möchte hier keinen davon sehen. Besonders jetzt nicht. Ah, unglaublich viel Eisen gibt's hier. Für Leute, die sich nicht auskennen, so nur gemaserte Steine, die haben so ja quasi Hälfte, Hälfte Eisen, Hälfte Stein. Und hier, da hast du quasi 2/3 Eisen und 1/3 Stein, wenn überhaupt. Und das sind ja meist so 80 Steine oder so. Den Rückflug werden wir jetzt mal ein bisschen gemütlicher und mehr in der Bodennähe gestalten, weil die Betonschwalbe ist recht vollgeladen. Oh, und ich habe Hunger. Warum sagt mir das denn keiner? 27 Kristalle, wenn ich das jetzt gerade richtig gesehen habe. Das ist ja schon mal etwas für die kleine Runde, die wir... Oh, nein, oh. Entschuldigt, aber seit, weiß ich nicht wie lange schon, träume ich von diesen Tapiara da hinten. Die sind auch cool hier, die Difo Mordon oder Mordo die oder wie auch immer. Warte mal. Herstellbares, was bräuchte ich dann noch? Leder, Fasern und Holz.
Fasern und Holz ist nicht das Problem. Leder, Leder, Leder. Will ich hier wirklich etwas töten? Mir käme ja so eine Wurst in den Sinn, aber das ist so unfair, diese armen kleinen Würste. Da ist er, der Tapiara oder wie auch immer er heißen mag. Ist auch einer der wenigen Flugsaurier hier in dem Spiel, die einen Doppelsattel haben. Das heißt also, wenn ich dann mal hier jemanden hätte, könnte man dann zu zweit durch die Gegend fliegen. Und der soll sich wohl irgendwie an einem Baum festkrallen können und da lange Zeit verharren, bis die Gefahr vorbei ist. Wie ihr seht, ziemlich schreckhafte Tiere. Hat sich gerade vor dem Gänseblümchen da drüben erschreckt. Weil hier ist ja nichts. Hier ist kein Fleischfresser, kein Feind, kein gar nichts. Gut, genießen wir mal noch ein bisschen. Und landen da drüben mal zwischen. Oh, ein Krokophant. Ein Krokophant. Der würde als Lederlieferant... Ach, noch ein Raptor dabei. Der würde eigentlich sehr gut dienlich sein als Lederlieferant. Nur der Raptor wird mir das madig machen. Der wird nämlich auch sein Futter haben wollen. Und der versteht gar nicht, dass ich nur das Leder möchte und mich das Fleisch kaum interessiert. Und da Raptoren sehr uneinsichtige Freunde der Nacht sind, ja, werde ich ihn auch nicht mit einer Diskussion oder einem Gespräch überzeugen können, das Kroko doch mir zu überlassen. Da sie aber genauso schnell und flink sind wie dumm, ah, der frisst da gerade wirklich, ach, das gibt's doch nicht, vergreift sich da an so einem Wehrlosen. Meine Güte, wenn die Betonschwalbe jetzt ein bisschen kräftiger wäre, dann würde ich da eingreifen. Ich weiß ja noch nicht mal, welchen Level die haben. Wie gesagt. Ich habe da jetzt irgendwas von Level 20 gelesen. Schraube ist ein recht wirksames Mittel. Also wenn der Vogel mal ein bisschen stärker ist und genug Ausdauer hat und so, zwei, drei von diesen Schrauben und niederlevelige Raptoren sagen gute Nacht. Ich frage mich gerade, wo ist er hin, der Kleine? Wenn er nämlich nicht mehr hier verweilt, dann hole ich mir, glaube ich, das Kroko als Lederlieferant. Ja, da hinten, die beiden haben sich echt zusammengetan, ne? Kroko und Boko. Zwei Freunde fürs Leben. Kroko und Boko. Die Problematik wird sein, wenn ich angegriffen werde, wird mich die Betonschwalbe verteidigen, weil ich sie nicht auf Passiv habe wegen den Fliegen. Und der Raptor wird gewinnen. Der, wenn der beißt, dann bleiben sogar Wölfe kurz stehen oder verlieren ihre Geschwindigkeit und so. Und das, nee, das... seit den Allosauren drüben mit dem T-Rex, ne? Ihr erinnert euch, ist ja jetzt gar nicht so lange her. Ja, bin ich doch ein bisschen vorsichtiger geworden. So. Und immer schön auf die Ausdauer achten. Immer schön auf die Ausdauer achten. Nun lass mal gucken. Hier ist ein wunderschönes Gebiet. Aber eigentlich nur Steine. Was natürlich auch den Vorteil hat, dass man hier rein theoretisch irgendwie so eine kleine Außenstation hinsetzen könnte. Einfach nur hübsch mit diesem natürlichen Paseng Whirlpool. Wenn du so ein Bronto reinpupst, dann haben wir hier Blasen in der Wanne und dann haben wir auch einen Whirlpool. Ein Hai, zwei Haie, drei Haie. Das wären gute Fischlieferanten. Benötigen wir aber im Moment nicht. Hier drüben sollte eigentlich eine Explorer-Notiz sein. Mal schauen, da ist sie. Ja. Ich habe eben auch keine großartigen Fleischfresser hier gesehen. Lachsdossier. Oh ja, das haben wir wohl schon. Haben wir das schon? Das ist im Inventar. Hier ist auch irgendwie so ein Mouse-Over-Dings da. Tagebuch. Na, das sieht nicht so aus wie ein Lachsdossier, ne?
Naja, aber da unten links dieses hochzählende Ding, das sieht für mich so aus, als würde ich mehr Erfahrungspunkte bekommen. Siehst du ja, ich müsste jetzt was tun, was Erfahrungspunkte bringt. Ah, das ist ja meist mit Action verbunden oder halt mit Baumaterialverschwendung. Möchte ich im Moment nicht. Pfeifen wir jetzt erstmal drauf. Auch wenn für mich Level 40 schon recht wichtig wäre, damit ich mit dem Pelasaurus da ein bisschen durch die Gegend brettern kann. Und hier haben wir jetzt wirklich eine Badewanne. Das ist auch ziemlich cool. Oh, ich habe ein Level up. Wie komme ich denn dazu? Dann bin ich ja schon 39. Cool. Der gute Pelagorn ist da drüben. Ja, dafür brauche ich dann noch Leder. Das heißt, ich müsste nochmal auf die andere Insel übersetzen. Insel, Quatsch. Aufs Festland übersetzen. Da ich auf meiner Pflanzenfresserinsel, da möchte ich einfach keinen Unfug anstellen. Da habe ich gar keine Lust zu. Da habe ich mir, glaube ich, die Fiomia gezähmt, weil die in einem Baum steckte. Denn ihn hier habe ich daher. Aber ist klar, den Dilofo habe ich natürlich nicht von da. Und die Dodos, wo habe ich mir die denn mitgeholt? Ich glaube, einer meiner Außenstationen, die wir eigentlich... Oh, ein blauer Airdrop. Blau ist, glaube ich, 35, ne? An einer meiner Außenstationen, die wir eigentlich auch nochmal besuchen könnten. Zuerst brauchen wir natürlich gleich, ja komm, brauche ich nicht umgehen. Brauchen wir erstmal ein Fernglas. Ja, die Frage ist, warte ich auf den Airdrop? Mach hier nochmal eine kleine Runde. Überlege mir mal eben, ob ich hier noch was killen möchte. Was haben wir denn da? Haben wir da einen Krokofanten? Da haben wir einen Krokofanten ohne Raptor. Da drüben. Okay. Das ist ja dann schon mal... Oder ist das ein Pelagornis? Oder ist das nur ein Stein? Nee, das ist ein Krokofant. Der schaut sich den aber schon... Der hängt fest. Das ist natürlich jetzt mal eine Möglichkeit, ne? Jo, der hängt fest. Den hätten wir auch. Nein! Ich habe den Betäubungspfeil reingedrückt. Das letzte Betäubungspfeilchen, das ich hier dabei hatte. Ja, ist aber egal. Ja, ab und zu Bug-Using muss einfach sein. Aber wie gesagt, also den hätten wir auch im Normalfall bekommen. Nur im Wasser ist das... nee, Finger weg. Und dann sind die so easy going. Warte mal, Leder, Leder, Leder ist hier mit mehr. So, was hatte ich gesagt? Holz und Fasern noch, ne? Dann haben wir das Fernglas, oder? Und wir könnten mal eben so ganz nebenbei unser Beutelchen auffüllen. Zack. Haha, cool. Oh, die müssen wir schnell in den Vogel tun. Damit die uns nicht umgehen. So. Zack. Und der hat auch... Ja, der hat auch ein Level up. Wie geil. Gesundheit, ja. Aber ganz ehrlich, du brauchst erstmal noch ein bisschen auf Gewicht und Ausdauer. So. Lass doch mal schauen, was ist denn hier drin? Ah, gut, mittelgroßes Beet, Bauplan. Ja gut, die gehen nicht um. Die sind nicht schwer. Die kann man mal mitnehmen. Gut, was sagt die Tageszeit? Die Tagesschau ist vorbei, der Tatort fängt an. Oh Gott, wer guckt denn schon Tatort, bitte? Betonschwalbe guckt Tatort. Also, oh, schon wieder dieser Quetzal. Naja, gut. So. Quetzal. Wird mir nicht angezeigt. Da, Level 6. Eieiei. Und du?
Du hast mir nicht angezeigt. Das ist ja doof. Das ist mir schon mal aufgefallen, dass mir einige Sachen nicht angezeigt werden. Manchmal, wenn man am Rand von so einem anderen Biom ist, sagen wir jetzt mal Schneebiom oder so, und man ist selber noch im anderen Biom, dann werden einem die Leveldaten nicht angezeigt. Warum auch immer. Naja, aber so ist das. Apropos Leveldaten. Gesundheit, Ausdauer, Sauerstoff. Sauerstoff pushe ich immer ein bisschen, weil ich unheimlich gerne unter Wasser unterwegs bin. Und ich freue mich schon darauf, wenn die jetzt demnächst die Unterwasserwelt ein bisschen, ja, cooler machen. Oh, ich habe wieder nicht drauf geachtet. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Ich habe wieder nicht drauf geachtet. Der Kleine muss durchatmen. Ich dachte noch, bevor ich ins Inventar bin, ah, guck doch lieber nochmal schnell. Naja, aber das kennt man ja von mir. Diese Unachtsamkeiten immer wieder, die mich ganze Vögelhorden kosten. Da drüben ist mein Eden. Meine Paradiesinsel. Ein Airdrop im Wasser? Das finde ich nicht so toll. Dann überprüfen wir doch mal eben die Gegend. Was ich zum Beispiel auch schade finde, ist, man sieht, wie diese Vögel hier, also das sind Fischfresser, man sieht die auch immer wieder so ins Wasser hüpfen und so, ne? Aber wenn man selber mit denen aus dem Wasser platscht, dann werfen die einen ab. Und ich finde, das ist uncool. So, da drüben sieht es eigentlich recht ruhig aus. Eigentlich auch keine Piranhas und so. Dann testen wir das doch mal. Fliegen wir doch mal da drüben an den Rand. Hier ist auch alles ruhig. Die Pflanzenfresser wirken entspannt. Immer ein guter Indikator für das Umfeld. So. Der wäre aber besser von da drüben zu erreichen gewesen, oder? Ah, Piranha. Machen wir das doch mal hier mit. Ja, ja. Ihr werdet mich auf jeden Fall töten. Natürlich. We'll kill you! I will kill you all! Na komm her. So. Ja, ich weiß, mir geht's kacke. So. Ich glaube, die sind jetzt brei, die Kinder. Zack, 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 zack. So sollte ich mich jetzt nicht unbedingt nochmal in einen Kampf stürzen. Die sind aber auch fix, die Viecher, ne? Da ist schon wieder einer. Mensch, Mensch, Mensch. Manta, nee, ich glaube, ich lasse heute mal den grünen Airdrop aus und wir fliegen einfach weiter. Na, spooky. Lass uns mal flattern und mal schauen, ob wir nicht irgendwie was haben, was wir abwerfen können. Ja, das ist schon schwer, aber brauchen wir. Ja. Das ist eigentlich auch nur eine blöde Trophäe, ne? Komm, die Steine brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Das Holz brauchen wir auch nicht unbedingt. Jetzt geht das dir auch schon mal wieder ein bisschen besser. Ja, schön. Und dann bekommst du jetzt noch, weil du so brav warst, ein wenig Fischli. Oh, dass du noch nicht an die Dinger gegangen bist, wundert mich. Aber okay. Ihr Lieben, ich fliege zu meiner Insel. Wir haben Kristall besorgt. Wir haben sogar schon das Fernglas ein bisschen ausprobiert. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich muss hier noch einmal zwischenlanden, bevor ich zur Insel hüpfe. Ich möchte das Risiko nicht mehr eingehen. Und jetzt schaue ich nochmal nach einem schönen Verabschiedungsbildschirm. Einen Moment. Oh, erstmal kacken. Das war doch eine schöne Verabschiedung, oder? So. Bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Gehabt euch wohl. Bis später. Und tschüss.